Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich bin bei Anja. Ihr kennt Anja. Ihr wisst, dass wir schon mal 33 Tage gemeinsam gearbeitet haben. Oh ja. Wir haben da was gemacht, was ihr natürlich gerne wissen würdet, was es war, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Genau, später mehr. Bald, oder? Ja, noch ein bisschen dauert's und dann 8. Oktober, kann ich schon mal verraten. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr. Ich wusste Oktober, aber nicht 8. Oktober. Doch, 8. Oktober ist soweit. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja schon weiß, was es ist. Ihr seid noch mehr gespannt. Und heute sind wir hier bei der Anja, weil die Anja hat natürlich fein abgenommen. Und zwar ganz wichtig, gesund abgenommen durch einen gesunden Lifestyle. Und da heißt es immer, wenn wir abnehmen wollen, dürfen wir nur noch Salat essen und Hühnchen essen. Und dass das nicht stimmt, beweisen wir euch heute. Und da legen wir jetzt los. Wir werden jetzt ein bisschen kochen, braten, backen für euch. Und jetzt gibt es was für zwischendurch. Was für zwischendurch sogar? Und zwar, viele mögen ja auch mal zwischendurch am Wochenende, Samstag oder Sonntag, sind immer im Grübel, was esse ich da? So was Kuchenähnliches. Und wir machen heute einen Quarkkuchen. Oh, lecker. Mit Protein. Das heißt, wir haben 100 Gramm Protein, wir haben ein bisschen Eier drin, wir haben Magerquark drin, wir haben Frischkäse drin. Wir haben ein bisschen Zitronenaroma drin und ich würde mal sagen, wenn man es nicht kennt, ist es natürlich schwierig. Was ist ein Quarkkuchen? Auch hier gilt, nicht schon wieder motzen. Erst probieren genau. Und dann urteilen. Wir legen los. Genau, und beschreiben euch dann das Ganze. Genau. Du würdest bitte die Eier machen. Das mache ich. Ich mache den Speisequark und den Frischkäse. Los geht's. Genau. Und da wir ja beide bei Facebook fleißig sind, wie sich das gehört, müssen wir zwischendurch... Machen wir jetzt parallel das Gleiche. Genau, wir machen jetzt alles auf einmal. Jetzt machen wir gleich noch ein... Jetzt kriegt ihr mal live mit, wie wir unsere Facebook-Arbeit genau. machen. So, Anja, du musst immer links. Immer links, als wir mal umdrehen. Zack. Jetzt. Es geht weiter. Jawohl. Wir haben das Frühstück schon hinter uns. Es war so lecker. Und zwar, es war ein Spezialfrühstück. Es war ein sehr, sehr fruchtiges Omelette. Oh ja, es und war sehr fruchtig. Oh, köstlich, probiert's bitte. Genau. Und jetzt geht's weiter. Ja, das Omelette, das werdet ihr noch im großen Video bekommen. Wir haben noch ein langes Video, da könnt ihr das nachgucken. Und jetzt geht's weiter mit einer Zwischenmahlzeit, beziehungsweise mit ein bisschen Kuchen zum Mitnehmen oder auch mal Samstag, Sonntag, sodass ihr nicht jammern müsst, ich will kein Kuchen mehr. Jetzt gibt's Kuchen. Lecker, es geht lecker weiter. Super. So. Okay. Du machst die Eier. Ja. Ich mach den Rest. Da brauchen wir den. Ich drehe mich ein bisschen kamerakonform hin. Jeder kocht natürlich auch so. So ganz locker an die Herdplatte angelehnt. Genau, das ist ein Muss. Es muss ja auch ein bisschen entspannt aussehen, das Ganze. Wobei das ist ja auch entspannt. Wobei das für mich kein Stress ist, mich mit anständigem Essen zu versorgen. Ein bisschen Küchenroutine hat, dann macht Kochen sogar Spaß. Und das sage ich, die vor 2 Jahren beim Promi-Dinner noch gesagt hat, ich koche nie. Das war wirklich so. Ich bin immer essen gegangen, habe immer nur draußen gegessen. Aber ich muss es leider sagen, so sah ich halt auch aus. Siehst du? Ja, man isst halt doch. Man, du bist, was du isst. Richtig, ist halt viel exakt. Exakt, so schaut es aus. So. Nochmal da noch rein. Jawohl. Müll. So, und jetzt gibt es da noch den Frischkäse rein. Sehr gut. Können wir da jetzt jeden Quark nehmen und jeden Frischkäse? Ja, oder sollte das eher Magerquark sein? Man kann natürlich hergehen. Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen. Wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen Fett drin, durch die Eier, durch die Volleier. Wir haben jetzt einen mageren Käse mit wenig Fett und wir haben natürlich auch einen mageren Quark mit wenig Fett. Aus einem ganz einfachen Grund. Du musst natürlich immer noch ein bisschen was tun, dass es so bleibt, wie es ist. Und da so sollte man darauf achten, dass die Nährstoffzufuhr, was die Gesamtmenge anbetrifft, was die Energielieferanten anbetrifft, eben einfach nicht zu viel wird.
wenn es jemand verträgt, das heißt, es gibt Menschen, die brauchen natürlich mehr Energie. Ja. Jeder Mensch hat unterschiedlichen Energiebedarf, je nachdem, was er Beruf hat, was er von seiner genetischen Mitgift mitbekommt. Mhm. Kann natürlich auch mal einen Quark nehmen mit einem Fettanteil, genauso auch wie natürlich hier ein Frischkäse mit einem etwas höheren Fettanteil. Ist immer abhängig, was habe ich vor, wie viel Energie brauche ich tatsächlich. Ein Bauarbeiter braucht mehr Energie. Mhm. Wie jemand, wie zum Beispiel wir zwei, die nicht sehr viel körperlich arbeiten. Wir arbeiten halt mehr im Kopf, mein Gott. Jeder hier kann. Genau. So, das kriege ich. Nimmst du das bitte? Jawohl. So, ich bin fürs Mixen zuständig. Sehr gut. So, dann brauchen wir natürlich hier so einen Handmixer. Es gibt natürlich auch so eine komplette Küchenmaschine. Geht natürlich genauso. Anja macht jetzt noch Eiklar. Wir brauchen noch ca. 125 Gramm Eiklar. Die müssen wir herunterziehen unter die Masse. Ich verrühre jetzt erstmal die Masse, die Eier, den Frischkäse und den Magerquark. Und dann machen wir eine Hawaii. Da kommt noch ein spezielles Protein rein. Das ist ein Proteinpulver, ist Mehrkomponentenpulver. Firma, das ist völlig wurscht. Hauptsache, es ist ein Mehrkomponentenprotein. Also kein sogenanntes Whey-Protein, kein reines Molkenprotein, Mehrkomponentenprotein. Am besten im Geschmack, wie im Vanillegeschmack. Es gibt natürlich auch Zitronengeschmack oder Aprikosengeschmack. Geht alles. Und da hat das unterrührt. Macht dazu ist ein bisschen Zimt. Zimt gibt immer ein feines Aroma und riecht gleich ein bisschen nach Weihnachten. Mhm. So, ich finde, Zimt kann fast in jede Süßspeise rein. Ja. Also ich bin so ein Mensch, Zimt kommt bei mir fast überall rein. Machen wir auch so. Weil das einfach lecker ist. Richtig, dann hat ein leckerer Geschmack. Ja, genau. Zusätzlich hat es noch leichte aphrodisierende. Okay, das ist jetzt morgens um diese Uhrzeit. Ja, reden wir hier schon über aphrodisierende Wirkungen. Ich muss nachdenken, mal meine Frau hat zu Hause, es dauert noch ein bisschen. Dann solltest du den Kuchen vielleicht lieber erst später zu Hause essen. Aber wer jetzt schmutzige Gedanken hat, liegt hier falsch, gell? Oh ja. Schon mal, oder? Haben wir schon mal gehabt, das haben wir irgendwie schon mal gehabt. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau dran. Irgendwas war schon mal, ja. Ja, es werden natürlich immer zwei jungen, agilen Menschen, die uns dann immer untersagt. Aber Obacht, Vorsicht. Wir haben heute Morgen aber schon draußen geguckt, ob es irgendwelche Spione sind von der Bildzeitung oder so. Ist keiner da? Feuer frei. So, die Eier sind auch getrennt. So, du musst sie jetzt so lang schlagen. Ja, jawohl. Bis sie, aber dann musst du erst mal sauber machen. Ja. Sonst haben wir. Das mache ich sehr gerne. So, gut. So, ich habe hier das Protein. Ich drehe es von hinten. Ich mache keine Schleichwerbung für eine Firma. Das ist ein Mehrkomponentenprotein. Da brauchen wir jetzt 100 Gramm davon. Denn die 100 Gramm kommen dann nachher in die Masse rein und wird mit der Masse verwirrt. Was haben wir noch? Das brauchen wir unbedingt, und zwar ohne das geht es nicht. Auch hier hebt man den Finger oben drüber, keine Schleichwerbung. Das ist die sogenannte Käsekuchenhilfe. Die muss einfach mit dazu, sonst wird es schwierig. Sonst ist es von der Konsistenz her dann nicht gut. Okay. Also das muss man mit reinmachen. Da ist natürlich auch schon ein bisschen was an zusätzlichen Stoffen mit dabei, aber das bringt uns nicht um. Zu dem Eiweiß noch mal kurz, da kriege ich auch immer ganz, ganz viele Fragen. Wie ist denn das mit dem Eiweiß? Braucht man unbedingt ergänzendes Eiweiß? Ja oder nein? Die Frage kriege ich auch dauernd gestellt. Das ist ganz einfach. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Und zwar, wenn ich zu Hause vorwiegend meine Freizeit auf dem Sofa verbringe und nichts tue, brauche ich keine Nahrungsergänzung.
wenn ich die Zeit habe, eben alle Lebensmittel, alle Nährstoffe, die ich brauche, in meine Mahlzeiten zu verteilen, brauche ich auch keine Nahrungsergänzung. Aber da wir das nicht immer schaffen, alles Protein in die Ernährung unterzubringen, nutzen wir Nahrungsergänzung, aber die Nahrungsergänzung, das sage ich jetzt nochmal laut und deutlich, ist kein Nahrungsersatz. Wir machen hier kein, ich esse abends nichts und trinke nur noch einen Eiweißdrink. So was Unsinn macht man keinen, weil das ist Unsinn. Es ist eine Nahrungsergänzung und ist dafür gedacht, Anja macht erheblich mehr Sport wie der Durchschnittsbürger, bedingt dadurch, dass sie natürlich auch Trainerin ist, bedingt dadurch, dass sie auch selber Sport betreibt, hat eine höhere Belastung, eine höhere mechanische Belastung und deswegen führen wir gezielt Protein zu. Und zwar gezielt, nicht einfach wild drauf los, 5 Eiweißshakes am Tag, nichts mehr essen, sowas ist Quatsch machen. Nein, sehr gut. Vielen Dank für die Erklärung, weil es wird immer wieder gefragt. Gut, 100 Gramm davon. Ja. Da haben wir auch einen kleinen Shaker, da machen wir es rein. Du kannst so rüber. Also 100 Gramm in diesem Shaker ist jetzt nur, weil wir hier das brauchen. Also wer Eiweiß trinkt nach dem Training oder auch mal Zwischenmahlzeit, bitte keine 100 Gramm mit, sondern es sind so zwischen 20 und 30. Ja. Wenn man natürlich einen Mann hat mit 120 Kilo Körpergewicht, so einem Kreuzer, darf natürlich auch einmal 40 Gramm. Das aber wie viel man tatsächlich braucht, ist immer abhängig davon, was habe ich in meinem gesamten Essen schon an Protein mit dabei. Schaumig brauchen wir das? Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen schaumiger? Ein bisschen. Okay. Eigentlich auch ein gutes Bizeps-Training, oder? Das mal mit der Hand zu schlagen. Aber hallo. Jetzt ist es, glaube ich. So sieht's gut aus. Wir haben hier dieses Stevia und da bitte ich euch natürlich immer Eigschaum. Da bitte ich euch immer, wenn ihr sowas macht. Es gibt natürlich verschiedene Süßungsmittel zwischenzeitlich, die natürlich eben kein Zucker sind. Stevia ist natürlich momentan die Nummer 1. Man muss ein bisschen aufpassen, Konsistenz bzw. von der Menge, weil das Zeug ist verdammt süß. Okay. Also wenn man da zu viel drin hat, dann schmeckt der Kuchen auch nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt mal, weil ich kenne es nicht, anstatt 2 Esslöffel machen wir 1 Esslöffel rein. Mehr machen wir nicht. Sehr gut. So, also mit der Süße lieber immer ein bisschen vorsichtiger umgehen. Genau, weil gerade mit Stevia, wenn es zu viel wird, dann ist es nicht mehr lustig. So, das haben wir. Dann habe ich hier leckeres Aroma, natürliches Aroma und zwar einmal Orangen, einmal Zitrone. Das machen wir auch mit rein, es gibt einen feinen Geschmack. Was wir heute nicht machen können, was ich normalerweise noch reinmache, das ist eine Schale einer Orange. Genau, abgerieben. Genau, aber wir haben jetzt keine Reibe da und deswegen haben wir jetzt heute keine Schale, denn die Schale gibt natürlich ein ganz feines Aroma. Mhm. Kann man zusätzlich noch reinmachen, die Schale, entweder die Schale einer Orange oder die Schale einer Zitrone. Bitte vorher die Orange gut waschen und bitte auch die Zitrone gut waschen vorher. Und am besten natürlich in so einem Fall Bio. Ja, warum? Damit die Schale nicht behandelt ist. Richtig. So. So, da haben wir das, dann machen wir einmal noch mal Strom hin. Also das ist mein Shake für jetzt. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Wasser rein und dann, ich glaube, dann brauche ich heute nichts mehr. So, das ist fristig wie Beton. Dann habe ich ein Pudding. Jetzt kommt
der hier rein. Jetzt kommt das Protein dazu. Genau. Und dann macht man immer Folgendes, auch geschmackstechnisch, hat mir ein Koch erklärt. Wenn die Rohmasse gut schmeckt, dann schmeckt auch der Kuchen. Das heißt? Na, hör mal Finger rein und testen, dann spürt man natürlich auch und schmeckt natürlich auch, ob der süße Grad gut ist. Dann kann man immer noch ein bisschen. Dann kann man zur Not nochmal nachsüßen. Genau. Aber haben wir ja schon als Kinder alle gerne gemacht, die Schüssel noch ausgeschleckt. Richtig. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, das ist mir schon mal passiert, das ist die Käsekuchenhilfe. Die habe ich schon mal vergessen und schmeckt dann ja, ich habe ihn dann rausgeholt und habe ihn dann aus der Form ausgemacht und denke, irgendwie sieht er ganz anders aus. Okay. Der hat so furchtbar geschmeckt, der war eine ganz schlechte Konsistenz. Aber bis ich das begriffen hatte, dass ich es nicht drin gehabt habe, ich musste erst ein bisschen forschen, mhm. Und dann habe ich festgestellt, oh, Käsekuchenhilfe vergessen. Ist doch ganz wichtig. Nicht vergessen, ja. Käsekuchenhilfe mit rein. So, die kommt noch rein. Und danach brauche ich noch, ach gut, ich kann den Schneebesen nehmen, zum Unterheben. Okay. Noch im Schneebesen. Seht, jetzt hat es die Konsistenz eines Kuchens und jetzt ist es ganz wichtig, dass mit viel Liebe. Ja, das könnt ihr auch bitte probieren. Mmh. Ich finde, könnten wir auch schon so essen. Ja, stimmt. So, also Quarkspeise, ja. So ein kleines. Mmh. Oh, das nur, ist lecker. Nur sollte im Ofen. Mmh. Ja. Die Käsekuchenhilfe soll ja aufgehen. Mhm. Weil sonst kann es sein, dass der Darm irgendwann mal ein bisschen rebelliert und motzt. Mhm. Echt lecker. Schmeckt sehr lecker. Also daran könnt ihr erkennen, wenn die Rohmasse funktioniert, wenn die schmeckt, dann schmeckt der Kuchen ja auch. So, das gebe ich mal dir. Jawohl. Vielen Dank. Du darfst es auch gern abrutschen. Kann man gut tun. So, und jetzt rühre ich noch. Das Wichtige ist das Eiklar, das schaumig geschlagene Eiklar. Jetzt rühren wir jetzt langsam runter in die Kuchenmasse. Also was mir gerade einfällt, gibt es eigentlich auch Low-Carb-Weihnachtsplätzchen? Low-Carb-Weihnachtsplätzchen? Das fällt mir jetzt gerade mal so ganz spontan ein. Gibt es zwischenzeitlich auch schon. Ach, okay. Gibt es zwischenzeitlich auch schon, klar. Weil natürlich viele entdeckt haben, beziehungsweise auch die Industrie natürlich logischerweise weiß, dass viele Menschen ein Gewichtsproblem haben, bedingt dadurch, dass sie halt relativ viel zuckerlastige Dinge essen. Und da gibt es halt schon einige Rezepturen, die dann eben den Zucker rausnehmen, dann anstatt mit normalen mit dem Mandelmehl arbeiten. Also da haben sie auch schon einige Erfahrungen gesammelt und die Sachen schmecken zwischenzeitlich natürlich auch. Ich finde, das können wir auch mal machen, oder? Ja, natürlich, klar, vor Weihnachten. Vor Weihnachten, vor Weihnachten vielleicht. Was können wir machen. Schauen wir mal. Dann machen wir vielleicht vor Weihnachten nochmal so einen Kochclip, dass man euch zeigt, was man natürlich auch vor Kekse machen kann und auch zu Weihnachten einfach auch Kekse mitessen kann, auch vielleicht in größeren Mengen, ohne dass sie gleich sich negativ auf die Waage auswirken. Ja, das ist doch bei den meisten so. Die schlemmen über Weihnachten und sagen dann, oh, dann
Weihnachten fange ich wieder an. Aber warum denn erst kaputt machen, was man sich so hart erarbeitet hat, wenn es auch anders geht? Ja. Und vor allem ist ja auch so, dass diese Vorhaben, am Januar fange ich an, die sind sowieso zum Scheitern verurteilt. Genau. Nach Silvester fange ich an. Das kann ist man immer komplett so vergessen. Startpunkt für viele. Hat noch nie funktioniert, das war bei mir natürlich dann in der Ernährungsberatung und im Personal Training meine Zeit, wo sie mir die Türe einrennen. Aber da ist aber schon so, dass natürlich von 100, die kommen, sind letztendlich 30, 25 maximal dabei, die das dann auch wirklich umsetzen. Ja. Die anderen haben sich nur eben vom Januar locken lassen und spätestens zwei, drei Wochen später lassen sie es dann wieder sein. Deswegen, wenn man was tut, dann kann man das jetzt sofort tun. Morgen schon. Selbst heute Mittag schon könnte man es tun. Man muss nicht warten, bis an Weihnachten. Gleich anfangen. Richtig, sofort. Genau. Umsetzen. So, und jetzt haben wir es gleich untergerührt mit viel Liebe. Da wird das Ganze ein bisschen geschmeidiger. Also nicht mit dem mechanischen Mixer schnell unterrühren, sondern langsam unterrühren, so wie ich es gemacht habe. Dann wird der Kuchen bzw. der Teig schön geschmeidig. Was wir noch brauchen, ist Backpapier. Hast du Backpapier zufällig da? Guck mal, wenn du keins hast, kriegen wir auch so hin. Nee, ich glaube, Backpapier habe ich, glaube ich, keines. Moment. Aber du hast eine gute Teflonform, ne? Ja. Gute Teflonform hast du gratis. Die kriegen wir hin. Das müsste passen. Da muss ich ja wirklich sagen, also ich backe ja so gut wie gar nicht. Gar nicht. Aber das wird sich jetzt vielleicht ändern. Genau. Deswegen ist die Form auch noch ganz neu. Juhu. So. Backpapier in Richtig. Die Form und dann Kuchen ein. Exakt, und zwar mit Backpapier. Das löst sich nachher perfekt. Mhm. Und dann hat man natürlich letztendlich eine schöne Form. Das könnte sein, dass die Form nachher ein bisschen nun leider. Jetzt gucken wir mal. Das habe ich jetzt vergessen, dir zu sagen, dass wir auch noch Backpapier brauchen. Aber jetzt probieren wir das einfach. Wenn wir schon hinkriegen. Hast du ein bisschen Butter da? Butter? Ja. Das ist nicht deine Ernst, oder? Dass du nicht sowas legst. Was hast du so bestimmt denn? Ich habe leider keinen Butter. Du weißt, dass ich keinen Butter esse. Nicht mal davor habe ich Butter gegessen. Das einzige Mal, wo ich Butter gekauft habe, war, als wir unseren riesen Turm gebaut haben. Ah, stimmt, genau. 30 Päckchen Butter. Genau, die in einem Kindergarten verschenkt wurden. Ganz genau, ja. Da hast du das erste Mal Butter gekauft. Ja, es ist tatsächlich so. Nein, ich habe keinen Butter da. Okay, dann kriegen wir das auch so hin. Könntet ihr nur Olivenöl anbieten, aber das wäre wahrscheinlich so bisschen, geschmacklich nicht so der Burger. Das ist ein bisschen geschmacklich etwas anstrengend. Wir hätten es aber vielleicht mit deinem Kokosöl auskleiden können, oder? Ja, stimmt. Jetzt wurde es gesagt, aber jetzt gehen wir das Risiko einfach ein. Das wird schon. Dass das trotzdem was wird. Immer positiv denken. Genau. Das ist das A und O. Kuchen, echt, wer hätte es gedacht? Man darf sogar Kuchen essen. Ja. Aber auch das wahrscheinlich nicht allzu oft, oder? Ja, man soll es halt nicht. Also nicht jeden Tag bitte Quarkkuchen. Genau, ist natürlich so, dass auch hier, klar, es sind natürlich auch Kalorien beinhaltet, aber natürlich vorwiegend proteinlastige Energielieferanten. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber wenn man halt auch von Proteinen oder auch von Fetten zu viel hat. Ganz einfaches Beispiel, wenn ein Fass voll ist, du schüttest Wasser rein, läuft es über. Man muss schon natürlich auch ein bisschen bedacht an die ganze Sache rangehen und nicht jeden Tag hier Käsekuchen brauchen. Brauchen wir ein Rost oder ein Blech? Wir brauchen ein Dösenblech. Es scheint zu schmecken. Ja, so, wir machen jetzt auch mal ein bisschen Lärm. Achso, ja, wir sollten vielleicht mal erwähnen, dass wir schon 4 Flaschen Champagner getrunken haben, oder? Heute Morgen. Müssen wir das ja dann. Also wie ihr seht, alles leer. Ja. Und ich finde, das sollten wir mal erwähnen, warum es jetzt langsam ein bisschen lustiger, ein bisschen lauter wird. Und, ich habe gehört, dass ein Champagner am Morgen gut ist für den Reiswein. Genau. Haben wir einfach mal probiert und irgendwie. Wir dachten, jeder hat eine ganze Flasche und dann waren es halt irgendwann. Kann nichts passieren, oder? Ja. Nee. So, wir haben vorgeheizt. Vorgeheizter Backofen auf 140 Grad Umluft. Da bleibt jetzt 35 Minuten drin. Timer stelle ich. Genau, und nach 35 Minuten wird Umluft umgestellt auf die Unterhitze, weil der ist natürlich schon mächtig, dieser Kuchen.
kann eigentlich auch sehr viel Feuchtigkeit und die ist meistens unten dann drin. Und damit er unten auch durch ist, wird die letzten 10 Minuten unten nochmal die Unterhitze angeschaltet und die Umluft aus. Also insgesamt 45 Minuten. 35 jetzt, danach nochmal 10. Mal 10. Exakt. So, ich mache mal auf. Jawohl. So, reinerlich, Zeit ist gestellt. Da müssen wir natürlich auch mal gucken, weil wir natürlich beide heute auch noch ein bisschen was zu tun haben, wie spät wir es eigentlich haben. Moment. Jetzt haben wir exakt 9 Uhr. Exakt, wunderbar. Dann machen wir das heute noch, vielleicht machen zwei Sachen. Weil ein drittes reicht eh nicht mehr. Und irgendwann kochen wir nochmal zusammen und dann machen wir heute mal ein Mittagessen, ein Abendessen. So machen wir das. So, und jetzt müssen wir natürlich auch wieder. Jetzt mal warten. Jetzt müssen wir warten und müssen ein bisschen Facebook machen.